zusammen, du kennst schon viele Wörter, auch mit Pf. Ganz wichtig natürlich der Apfel. Das ist ein. Genau, Eiszapfen. Da siehst du den Eiszapfen. Was könnte das sein? Genau, das ist das Fressen für Hunde oder Katzen. Und das Ganze nennt man einen Fressnapf. Wo was hineinkommt zum Fressen, ist ein Napf. Lesen wir nochmal. Napf. Ganz wichtig ist natürlich für die Tiere die Pfote. Pfote. Das ist die Pfote. Da haben wir das Pferd, den berühmten Pfau. So sieht der Pfau aus. Genau, die Pfanne von der Mutti in der Küche. Genau, Krapfen. Das kennst du ganz bestimmt. Und jetzt schau mal, die gleichen Buchstaben, nur A und R getauscht. Das ist ein Karpfen. Das ist ein Fisch zum Essen. Da siehst du, man muss genau lesen, damit man auch das Richtige meint und lernt. Man muss ganz genau lesen und ganz genau aussprechen das, sonst ändert sich der Sinn. Einmal ist es ein Karpfen und das ist ein Krapfen. Hier haben wir den Pfeffer. Den braucht auch die Mama zum Würzen des Essens. Dies ist ein, genau, Tannenzapfen. Tannenzapfen. So sieht der aus, der wächst an der Tanne. Und das kennst du bestimmt bei den Mädchen. Das ist der Zopf. Ein geflochtenes Haar nennt man einen Zopf. Lies mal mit. Zopf. Zopf. Hier ist was ganz Leckeres zum Essen. Genau. Pfifferling. 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 Ein Pilz. Sehr lecker. Das hast du bestimmt schon gegessen. Einen Pfirsich. Pfirsich. So, und da, was sind das? Genau, Pflaumen. Pflaumen. Da siehst du die verschiedenen Pflaumen. Die Pflaumen gibt es in Gelb, die gibt es in Blau. Und hier unten die etwas länglicheren Pflaumen, die nennt man auch die Zwetschgen. Gelbe Pflaumen, blaue Pflaumen und die Zwetschgen. Ein Schmetterling bei uns, das ist das sogenannte Tagpfauenauge. Nochmal, Tagpfauenauge ist ein Schmetterling und der hat auf seinen Flügeln so Augen und das sieht aus wie bei einem Pfau. Vielleicht hast du ja dieses Tier auch schon mal in einem Aquarium gesehen. Genau, Seepferd. Sieht eigentlich gar nicht aus wie ein Pferd, hat ja keine vier Beine. Lebt ja auch im Meer. Warum es dann Seepferd heißt, kann ich dir nicht sagen. Lebt auf alle Fälle im Meer. Und dies ist ein Seepferd. Nun lies noch die anderen Wörter und male auch das eine oder andere Tier in dein Heft. Tschüss!